Season 2 ist gestartet in The Cycle Frontier mit der tollen neuen Map Theros Island, dazu später mehr. Aber der Battle Pass ist auch Teil der neuen Season. Und die Frage ist, was haben sie verändert? Wie schnell kann man ihn leveln? Und lohnt sich der Battle Pass? Schauen wir uns zuerst mal an, was überhaupt geändert wurde, was den Progress angeht. Und zwar war es so, dass der erste Battle Pass in Season 1 viel zu schnell erfüllt wurde. Man konnte innerhalb von 2 Wochen komplett auf 100 Stufen bringen. Also jeder Battle Pass hat 100 Stufen. Und die Erfolge, die man freischalten muss, um den Battle Pass zu leveln, seht ihr hier. Die wurden jetzt etwas angepasst. Also wir haben einmal neue Fraktionsstufe, dass man seine Fraktionen levelt, dass man Jobs annimmt, dass man seine Quartiere verbessert. Technologie, Knotenpunkte verbessern bedeutet, dass man im Quartier sozusagen den Generator verstärkt oder seine Inventargröße verstärkt. Das sind diese Knotenpunkte. Dann Kills entsprechend, das müssen so 7-8 Kills sein, also Spielerkills pro Tag, die einen Punkte geben bis zu 500 EP. Kreaturenkills, 15 EP, 400 kann man hier maximal sammeln. Und Evakuierung, also 8 Evakuierungen kann man machen und man kriegt dafür 750 EP. Also das ist sozusagen erstmal die Voraussetzung, um jeden Tag, also alle 24 Stunden, ihr seht mein Battle Pass hier, also mein Fortschritt wird in 2 Stunden zurückgesetzt, dann kann ich wieder alles farmen. Das ist das, was man jeden Tag farmen kann. Und man kriegt insgesamt weniger XP. Ich zeige mal eben konkret, was geändert wurde unter anderem. Und zwar die EP-Boosts. Die sind nämlich nicht mehr 15%, also die geben nicht mehr einen 15%igen Schub, sondern noch einen 10%igen. Das heißt, man kriegt insgesamt weniger EP-Boost und damit das Ganze langsam leveln. Soll insgesamt schwerer sein, insgesamt weniger EP. Trotzdem ist es so, ich habe bereits am ersten Tag Stufe 11 erreicht und am zweiten Tag bin ich auf Stufe 17 oder 18 gekommen. Warte mal, gucken wir mal gerade, wo wir sind. Also ich habe jetzt 2 Tage gezockt. Leute, ich bin schon bei 20. Ich bin schon bei 20. Also wir haben im Grunde genommen jeden Tag 10 Stufen geschafft. Das heißt, wenn ich so weitermache, haben wir in 10 Tagen ist gerade noch früh am Morgen, haben wir den Battle Pass fertig. Also ich weiß nicht, was da jetzt so langsamer ist. Also es geht immer noch wahnsinnig schnell. Aber gut, kommen wir zu den Inhalten. Eine Kritik des letzten Battle Passes waren zum einen diese vielen Boosts, dass die schöne wertvolle Slots wegnehmen und zum anderen Waffen, viele graue Waffen, die Slots weggenommen haben und dafür weniger Skins. Das haben sie jetzt angenommen, diese Kritik, und viel verbessert. Es fängt direkt an mit dieser Kultisten-Skin hier, die ziemlich cool aussieht. Es gibt sozusagen 2 neue Fraktionen, wenn man so möchte, auf der Map Theros Island. Einmal die Entdecker, die Theros Island entdecken, und einmal die Kultisten, die irgendwelchen wilden Dinge machen auf dieser Insel. Und entsprechend kriegt man hier diese Skins. Da werden wir sicher in Zukunft noch viel, viel mehr sehen in dieser Richtung. Das zweite ist direkt eine Kiste, mit der man schon bereits ungewöhnliche Schilde kriegt, Helme kriegt. Also bereits richtig krasse Sachen auf Stufe 2. Und leichte Granaten, 2 Granaten sowie ein Serverschlüssel, damit ihr in den Serverraum reinkommt. Also das geht direkt zur Sache hier. Und der dritte Punkt ist direkt schon eine Trenchgun-Skin. Also ihr seht, in welche Richtung das Ganze geht. Der Battle Pass wurde sozusagen massiv gebufft. Da sind jetzt viel, viel, viel mehr Sachen drin. Wir gucken mal kurz auf Stufe 4. Da ist nämlich die erste graue Waffe. Und vorher war es so, dass wir eine graue Waffe bekommen haben und das war's. Jetzt sind diese grauen Waffen in Kisten. Und die Kisten beinhalten nicht nur die Waffe, in dem Fall diese Trenchgun, sondern hier in dem Fall 20 mal Munition, ein erweitertes Schrotmagazin für die Trenchgun und ein Schrotflintenschnelllader. Das heißt, die Waffe kommt sozusagen direkt mit Ausrüstungsgegenständen, sodass man sie direkt equipped spielen kann. Das ist ziemlich cool, sodass selbst diese grauen Waffen, die im Battle Pass drin sind, noch Spaß machen, weil sie eben mit Equipment direkt ausrüstbar sind. Die EP-Boosts, wie gesagt, wurden genervt. Statt 15% nur noch 10%. Wer es nicht weiß, die sind stackable. Das heißt, wenn ihr den zweiten EP-Boost freischaltet, habt ihr 20% EP-Boost, 30%, 40%. Es kumuliert sozusagen, es addiert sich auf. Und am Ende bekommt ihr eben für eure Aktionen, für eure täglichen Aktionen, darauf bezieht sich nämlich dieser EP-Boost, immer mehr EP. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Job annimmt, kriegt ihr keine 150 Punkte, sondern 160 Punkte. Das heißt, das Limit pro Tag bleibt gleich, aber ihr erreicht immer schneller eure täglichen Limits durch diese EP-Boosts. Ja, dann weiterhin Skins, AR-Skin und so weiter und so fort. Also das Ganze sieht sehr interessant aus. Ich springe mal vor auf Stufe 11. Da haben wir nämlich den ersten Nahkampfwaffen-Skin. Das ist der Entdecker oder das Entdecker-Hackmesser. Ziemlich cool.
dass sie eine Nahkampfwaffe reinpacken und dann noch in Stufe 11, also sehr, sehr geil. Dann haben wir hier auf Stufe 13 einen Charm, also hier dieser Anhänger ist auch ganz nett. Natürlich wieder Aurum, insgesamt kriegen wir wieder relativ viel Aurum, sodass der nächste Battle Pass im nächsten Jahr, oder in der nächsten Season auf jeden Fall, in diesem Fall im nächsten Jahr, Ende Januar ist Season Ende, by the way, da kriegen wir dann entsprechend so viel Aurum über diesen Pass, dass wir den nächsten auch wieder kaufen können. Im letzten Pass haben wir 1300 EP, 1300 Aurum bekommen, also die Echtgeldwährung. Das heißt, der Battle Pass selber kostet 950 Aurum, war also komplett selbstfinanziert. Ja, viele Kisten, Ingame-Währung, Aurum und dann wieder eine Skin, und das ist die C32-Skin, so eine Kultisten. Das sind diese ganzen Kultisten-Style-Skins, also der ganze Battle Pass ist diesem Kultisten-Style aufgebaut. Hier, Kultisten Manticore sieht sehr, sehr geil aus, finde ich. Also ich liebe einfach diese Schemazeichnungen hier, diese Hieroglyphen. Auch dieses dreckige Gefühl und Verbrauchte, das sieht sehr, sehr geil aus, finde ich. Stufe 23, ein Emote. Husch. Huch. Husch. Dann auf Level 25 ein Siegel. 26 haben wir dann wieder eine Skin, und zwar ein komplette Prospektor-Skin. Dann sehr interessant, auf 30 kriegen wir jetzt ein neues Item, die Abgrundlegierung. Ich denke mal, mittlerweile können wir darüber reden. Ihr wisst mehr oder weniger, was auf Therus Island abgeht. Auf Therus Island gibt es die Forge, also die sogenannte Schmiede. Und wenn man da Items reinsteckt, kommen bessere neue Items raus. Und das hier ist eins der Items, die man mit reinnehmen kann in diese Forge und entsprechend was Krasses bekommen kann. Dieses Item hat legendären Status. Entsprechend ist eine Aufwertung eines Items extrem stark. Dieses Item kann man direkt so reinschmeißen. Also ihr braucht nicht mal weitere Items. Das ist so stark. Ihr werft nur dieses Item in die Forge und bekommt dafür einen Ausrüstungsgegenstand. Einfach so geschenkt, aber ihr müsst es eben craften auf Therus Island. Ziemlich coole Sache. Dann die Scrapper, ebenfalls im Kultisten-Stil. Ein bisschen abgenutzt, ein bisschen verbraucht, ein bisschen so in diesem Kupfer-Stil. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Eine Waffenkiste. Hier ist jetzt die Bulldog drin. Ebenfalls mit Erweiterungen, Munition. Dann haben wir hier einen Barrenanhänger. Ja, darüber erzähle ich jetzt nicht so viel, glaube ich. Einfach mal dieser Anhänger. Dann hier wieder eine Bulldog-Skin auf Level 41. Und ja, jetzt muss ich wahrscheinlich doch was erzählen. Nein, das ist nur ein Bild. Also wieder so ein Barren. Und dann auf Level 48 eine Lacerator-Skin, die Messing-Skin. Also ihr merkt schon, sehr, sehr viele Skins diesmal dabei. Auf Level 49 haben wir dann wieder eine ICA-Waffenkiste mit Zubehör. 51 dann einen weiteren Kultisten, den Hüllenkultisten. Sieht nochmal brutaler aus. Nochmal wilder, nochmal krasser. Also Level 51 auch eine sehr, 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 sehr geile Skin, wie ich finde. Sehr, sehr geil. Dann Level 56, die Maelstrom, ebenfalls eine Kultisten-Skin. Level 57 ein Waffenskin. Hier ist die BKR Maelstrom drin, ebenfalls mit Zubehör. Level 61 haben wir dann ein Drop-Pod. Und zwar ist es das Erkundungs-Drop-Pod. Also von der zweiten Fraktion. Osiris ist hier noch dran. Also sehr, sehr cool. Im Shop gibt es nämlich den Kultisten-Drop-Pod. Also hier kriegt man den Entdecker-Drop-Pod. Ein Charm. Und zwar diese schöne Uhu. Dann haben wir eine weitere Skin. Das hat mich verklickt. So, jetzt sind wir wieder da. Und zwar die ASP Flechette. Eine Messing-Skin. Auch sehr, sehr, sehr geil. Eine meiner Lieblingswaffen, muss ich sagen. Die Flechette. Cool, dass wir dafür eine Skin kriegen. Eine Messing-Skin. Ich hätte es nochmal geiler gefunden, wenn es eine Kultisten-Skin gewesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, wir nehmen, was wir kriegen. Auf jeden Fall viele, 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 viele Skins. Level 67 haben wir dann die Flechette selbst. Also ihr könnt dann direkt die Skin ausprobieren, weil ihr die Waffe in der nächsten Kiste bekommt. Auch sehr, sehr cool, finde ich. Auch hier natürlich mit Zubehör ohne Ende. Hier interessant als Zubehör, das holographische Visier ist mit dabei. Also das beste Rotpunktsystem, finde ich, für die Flechette. Also das ist geil, dass sie direkt dabei ist. Und das, viele wissen das wahrscheinlich noch gar nicht, dass das Rotpunktsystem für die Flechette ist. Könnt das dann hier direkt ausprobieren, wie geil das aussieht. Weil das wirklich wenig verdeckt. Also das ist das einzige Visier, was richtig gut ist für die Flechette. Das habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt. Und eine kleine Mündungsbremse. Ja, dann haben wir einen Banner. Auch hier wieder dieser Barren. Und dann sehr interessant, drei legendäre Abgrundlegierungen. Holy Macaroni, drei Stück. Das heißt, mit dem von davor haben wir vier Stück. Das heißt, vier extra Ausrüstungsgegenstände nochmal. Das sind ja komplett seltene Items, die man dadurch in der Forge kriegen kann. Also schon ziemlich krass. Level 73, eine Schlüsselkarte für die Waffe. Ist auch ganz witzig. Level 76, eine Advocate-Skin. Sehr, 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 sehr cool. Ich habe noch keine Advocate-Skin. Und ich persönlich denke, die sieht sehr geil aus.
Und die Advocate war letzte Season Meta. Die ist jetzt ein bisschen genervt worden. Genau wie die Manticore, genau wie die Phasic Lancer. Also alle Meta-Waffen sozusagen sind jetzt noch weiter genervt worden. Trotzdem scheinen sie noch sehr stark zu sein. Und wir werden sehen, wie sich die Meta entwickelt. Aber Meta hin oder her, ich finde es cool, dass wir eine Advocate-Skin kriegen. Und ich werde die Advocate auf jeden Fall spielen. Also gar keine Frage. Und danach kommt natürlich direkt die Advocate. Direkt zum Ausprobieren. Advocate wieder mit Zubehör. Auch hier das holographische Visier dabei. Interessant. Und eine Mündungsbremse. Wir haben beide Visiere. Zweifache Visier, man kann sich's aussuchen. Zweifache Visier und holographisches Visier. Sehr, sehr cool. Sie geben einem beide Visiere mit für die Advocate. Ist schon witzig. So, dann haben wir eine zweite Nahkampfwaffe. Auf Level 79 kriegen wir den Kultistenspieß. Sehr, sehr cool. Also wirklich, wirklich, wirklich cool. Dann haben wir ein Spray. Ich persönlich bin kein Fan von den Sprays. Nice to have, ja. Level 83 ein Banner finde ich schon sehr, sehr viel geiler. Den würde ich auch benutzen tatsächlich. Den 83er Banner finde ich sehr cool. Und bei 85 haben wir nochmal einen Knaller. Und zwar die KBR Longshot, die Magma Skin. Sehr, sehr geil. Also tolle Animationen auf der Waffe. Also die Waffe, also die Skin, mega. Also sehr, sehr cool. Aber sie setzen noch einen drauf. Dann denkt man, okay, das ist schon krass. Und dann kommt die Basilisk. Oh mein Gott. Die Basilisk-Skin ist der absolute Knaller. Also das ist der Oberhammer. Die Skin sieht so geil aus. Ich hoffe inständig, bitte, packt diese Skin oder gebt diese Skin auch für andere Waffen frei. Haut eine Gletscher-Skin für die Manticore, für die Phasic Lancer, für die Advocate. Bitte. Wir brauchen Gletscher-Skins. Die sieht ja ultra mega gut aus. Also Gletscher-Skin, da bin ich ein absoluter Fan von. Meine vielleicht neue Lieblings-Skin in Zukunft. Dann Level 91, eine Hammer-Skin. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Und Level 93, nochmal eine Animation, ein Emote. Ich ergebe mich, ist auch ganz witzig, wenn man ein bisschen Roleplay macht, ein bisschen Quatsch mit anderen Prospektoren, einfach mal sich zu ergeben. Könnte cool kommen, ganz witzig. Und dann Level 97, eine Brute-Skin, auch sehr, sehr cool. Die Brute ist natürlich jetzt schon eine sehr seltene Waffe. Aber die Skin ist der Hammer und vielleicht bringt sie den einen oder anderen dazu, doch ein bisschen mehr die Brute zu spielen. Die Brute ist die stärkste SMG im Spiel, lohnt sie absolut, ist aber auch sehr teuer und selten. Also aber auch entsprechend die Skin ein bisschen glänzender, ein bisschen ja, wertvoller, sag ich mal. Level 98, dann wieder ein Banner, wieder ein Osiris-Banner. Und Level 99, die dritte Nahkampfwaffenskin, die brennende Klinge, also wie die Kultistenklinge davor. Nur eben jetzt mit diesem Magma-Effekt. Also sehr, sehr cool. Die setzen hier nochmal eins drauf. Aber das Beste tatsächlich diesmal zum Schluss. Und zwar, die ganze neue Map erinnert mich ja so ein bisschen an Alien, an HR Giga, an dieses Theme, dieses Düstere. Und wer von euch die Alien-Filme kennt, der weiß, wie damals Ripley, aka Sigourney Weaver, damals auf den Planeten runter ist und in das Alien-Schiff reingegangen ist und dabei diesen Raumanzug anhatte. Und die Analogie dazu hier ist sehr, 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 sehr krass. Also ich freue mich auch mega auf diese Skin hier. Das ist der nächste Explorer-Skin, also von der Entdecker-Seite aus. Und also genial. Gerade wenn man in den Trupp reingeht, ich stelle mir so ein Trio vor, die dann alle mit diesen Raumanzügen dann reingehen. Das sieht bestimmt mega aus. Also das auf Stufe 100. Wirklich schöne Skins. Also zusammenfassend muss ich sagen, ich habe mir den Battle Pass schon geholt. Ich habe mir sowieso freigespielt genug Aurum in der letzten Season, um ihn mir kostenlos zu holen. Lohnt er sich? Meiner Meinung nach 100%. Er ist viel, 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 viel besser geworden. Und wer Angst hat, dass er nicht schnell levelt, ich habe vorhin gezeigt, wie schnell das geht. Also es geht immer noch schnell. Auch wenn sie das ein bisschen genervt haben, dass es nicht ganz so schnell geht. Holy moly, es geht immer noch wahnsinnig schnell. Es sind sehr, sehr nette Sachen dabei. Und ihr bekommt wieder genug Aurum. Über 1000. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Vielleicht weiß einer von euch, wie viel Aurum. Vielleicht hat einer gezählt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Aber es ist so viel Aurum, dass ihr auf jeden Fall den nächsten Battle Pass wieder kaufen könnt. Letztes Mal waren das 1300 Aurum und der Battle Pass kostet, wie gesagt, 950. Leute, viel Spaß mit dem Battle Pass. Viel Spaß auf Theris Island, wer schon da drauf ist. Ansonsten wünsche ich guten Loot. Bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego und hasta la vista.